Triggerwarnung. Die Inhalte dieses Videos zeigen verstörende Inhalte im Zusammenhang mit Tieren. Wer auf so etwas empfindlich reagiert, sollte dieses Video besser nicht alleine sehen. Mann mit Hund verfolgt uns. Eigentlich wollten wir uns heute einen verlassenen Milchviehbetrieb ansehen. Hier wurden bis vor einigen Jahren bis zu 1000 Kühe eng an eng gehalten, um Milch zu produzieren. Alles in diesem Gebäude liegt noch herum, selbst die Medikamente und teilweise wohl illegal verabreichten Antibiotika stehen noch in den Regalen. Giftig, Ausrufezeichen. Hier könnte jedes Kind theoretisch reinlaufen, es gibt keine Zäune. Du könntest da drauf gehen, wenn du das trinkst, aus Spaß. Für eine Mutprobe oder so? Bis heute geht eine erhebliche Umweltbelastung von diesem Gelände aus. Doch das ist noch nicht alles. Gleich am Anfang wurden wir von einem Mann gesucht, der mit einem großen Rottweiler über das Gelände zog und irgendwas in Eimern herumtrug. Wir mussten flüchten und das Gelände vorübergehend verlassen, versteckten uns sogar im Wald. Tatsächlich, der sucht uns wirklich. Was genau es mit diesem Mann auf sich hat und warum dieses Gelände hier für mich bis heute sehr, sehr prägend war, das erfahrt ihr in diesem Video. Boah, ich muss hier wieder raus. Komm, raus hier. Das ist safe giftig. Boah. Moin Leute, wir haben es 13.49 Uhr, sind an einem wirklich stürmisch, regnerisch, ungemütlichen Tag unterwegs. Ich habe mir extra so eine alte Schmuddeljacke angezogen, denn wir fahren zu einem alten, verlassenen Milchkuhbetrieb. Dieser Milchkuhbetrieb liegt irgendwo mitten im Nichts, ist seit einigen Jahren verlassen. Das Einzige, was von außen noch an Zeiten, als das Ding aktiv war, erinnert, sind Solaranlagen, die wohl auf dem Dach immer noch installiert sein sollen. Dieser Betrieb wurde geschlossen aufgrund eines Skandals. Damals sollen die Tiere sehr, sehr schlecht behandelt worden sein. Außerdem sollen den Kühen abgelaufene Medikamente verabreicht worden sein. Und all diese Dinge führten dann am Ende dazu, dass dieser Betrieb geschlossen wurde und nie wieder aufgemacht hat. Ein bisschen ähnlich wie das Schweinehochhaus, wo wir vor einigen Monaten schon mal waren. Jetzt eben geht es ums Thema Kühe, ob wir da noch Medikamente oder irgendwas vorfinden. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal, wie es da jetzt heute aussieht. Vielleicht lohnt es sich auch gar nicht mehr für ein Video, aber die Geschichte finde ich auf jeden Fall krass. Wir fahren da jetzt hin, sind noch circa 20, 30 Minuten Fahrt und dann hoffe ich, dass der Regen so langsam aufhört, dass wir da entspannt filmen können. Wir fahren gerade am Gelände schon lang. Das ging jetzt doch schneller als gedacht. Und eins muss man sagen, das Gelände ist riesig. Das übelst Matsche hier. Jetzt fahren wir hier wirklich so einen übelsten Weg lang. Keine Ahnung, wo wir hier am besten parken. Ja, und auf dem Navi sieht man das Gelände schon. Sind denn die Zulieferer für die Kühe auch hier diesen Weg lang früher oder was? Da sind wir. Gucken wir mal, was diese Erkundung bringt. Und genau da hätte das Video fast geendet, denn auf einmal taucht ein Mann mit einem riesigen Rottweiler auf, der das Gelände anscheinend nach uns absuchte. Wir waren eigentlich nur dabei zu schauen, ob wir hier überhaupt ein Video drehen konnten. Ich hatte nicht mal mein Handy mit dabei, deswegen musste ich den restlichen Teil jetzt mit Tobis Handy filmen. Das Gelände galt es jetzt zunächst einmal so schnell es geht wieder zu verlassen. Okay, die Situation hat sich abrupt geändert. Hier ist ein Mann mit Hund und der Hund ist frei. Wir vermuten, dass der uns sucht. Weg runter vom Grundstück. Wir waren nicht sicher, als wir angekommen sind, war ich schon der Meinung, in einem Auto war es wahrscheinlich einen Hund gesehen zu haben. Und der Typ ist jetzt einfach vom Grundstück runtergegangen und hat den Hund geholt und ist mit und wieder auf. Oh. Wahrscheinlich, weil er denkt, dass da welche drauf sind. Alter, das ist noch so ein Typ, der zersticht dir am Ende die Reifen. Ja. Kacke! Wir sind jetzt auch auf der komplett anderen Seite vom Grundstück, vom Auto total weit entfernt, beziehungsweise das Auto ist halt da drüben, auf der anderen Seite. Da sind die Stallungen und wir sind jetzt hier durch den Wald gerannt. Da irgendwo war der Mann. Mit Hund. Ich habe den Hund nicht gesehen, er hat nur Tobi gesehen. Ey, der sucht einen einfach einen Mann mit Hund. Womöglich. Vielleicht hat er uns auch nicht gesehen. Wie hätte er uns sehen sollen? Die Fenster, wir waren ja innen drin, hinter dem Fenster. Ich glaube, er ist rausgegangen, so oder so hat uns mit dem Auto, ne? Er hat das Auto gesehen. Und dann hat er gesagt, okay, er geht nochmal mit Hund rein.
wieder auf die andere Seite, hier zum Auto. Zum Auto und da stehen. Ja, und vor allem ihn dann ansprechen und fragen. Tatsächlich, der sucht uns wirklich. Und hat er uns gesehen? Das ist ein älterer Mann, ne? Ja. Wie so ein typischer. Das ist bestimmt hier auch noch sein Jagdrevier und so. Da ist der Mann mit Hund. Da steht mein Fahrzeug. Und da ist der Mann mit Hund. Vielleicht so eine Art Sicherheitsdienst hier? Sehr ominös alles. Dann fuhr der Mann auf einmal mit dem Auto einfach weg und kam auch nicht wieder. Ab jetzt war das Gelände ruhig. Zumindest zunächst. Was der Mann genau auf dem Gelände zu suchen hatte, wissen wir nicht. Wir haben dann nur so eine Vermutung. Minuten später habe ich inzwischen noch eine zweite Jacke an, habe mir hier eine Cappy aufgezogen. Habe ich immer gerne an beim Film. Und jetzt können wir uns das Ding angucken. Inzwischen haben wir nur noch 1 bis 1,5 Stunden in der Helligkeit. Das ist natürlich jetzt ein kleines Problem, weil das Gelände hier riesengroß ist. Der Mann ist inzwischen mit seinem Auto verschwunden. Das heißt, es sollte jetzt eigentlich alles safe sein. Eine extrem komische Situation. Wir gucken uns jetzt hier einfach mal um. In letzter Zeit passieren einfach echt merkwürdige Dinge. Wir vermuten übrigens, wir haben ein Foto gemacht, illegalerweise von seinem Auto, dass dort Diebesgut drin ist. In seinem Auto befand sich Kupfer und anderes Zeug. Der Typ hatte Dreck am Stecken, ziemlich sicher. Also der Typ mit dem Hund. Ganz verrückter Anfang, jetzt geht's los. Auf den Spuren nach dem verlassenen Skandal Milchviehbetrieb. Tja, und so schnell sind wir auf dem Gelände. Hier liegt halt extrem viel Müll rum, das kann man schon mal gleich am Anfang sagen. Und hier gibt es jetzt 1, 2, 3, 4 verschiedene Hallen. Dahinter ist so ein großer alter Funkmast und davor, glaube ich, auch noch weitere Gebäude. Neben den Hallen haben wir so eine riesige Fläche. Ich weiß nicht, ob das Ganze für Silage ist. Auf jeden Fall konnte man hier ganz großflächig was aufschütten. Ja, und das war damals natürlich kein Müll. Inzwischen ist das wirklich hier eine reinste, ich würde sagen, illegale Mülldeponie. Früher war hier wahrscheinlich Essen für die Kühe oder ähnliches aufgestapelt. Hier liegt ja wirklich alles am Müll rum. Also hier kommen Leute, um den Müll aufzuschmeißen anscheinend. Es ist wirklich heftig. Hier ist so viel Müll, das sind Hunderte, wenn nicht tausende Kilo Müll hier auf dem Gelände verteilt. Und das ist ja alles eine absolute Umweltbelastung. Plastik fliegt hinten in den Wald rein. Guckt euch mal bitte diesen Himmel da oben an. Das Licht bricht so leicht hindurch. Und in Kombination mit diesen alten Hallenanlagen, das ist wirklich was richtig, richtig Endzeitmäßiges. Die Atmosphäre hier schon vor der Halle ist so brutal, weil überall rattert irgendwas, knatscht und klappert, weil der Wind eben überall durchpfeift und gefühlt alles hier noch lebt. Und dann in Kombination mit dem Mann, der vorhin hier noch durchgestriffen ist, mit dem Hund, dem Rottweiler, der womöglich hier Kabel geklaut hat. Alter, hier geht's schon wieder los. Es ist so krass. Gefühlt spricht das Gebäude mit dir. Hier drin ist es fast windstill, aber dieses Tor hinter mir, Alter, das macht Geräusche. Ja, und jetzt sind wir schon in den riesigen Stallanlagen dieses ehemaligen Milchviehbetriebs. Ich weiß gar nicht, wo man jetzt hier genau anfängt. Das sind natürlich einfach alles riesige leere Hallen, aber so ein paar Dinge kann man hier, glaube ich, schon gut erzählen. Ich weiß nicht, wie viel Platz hier gewesen ist, also wie viele Kühe hier tatsächlich gehalten werden konnten. Guck mal, da vorne sind überall solche Nischen, diese Metallteile. Da wird wahrscheinlich jeweils immer eine Kuh gestanden haben. Ich weiß nicht, ob die hier auch rumlaufen konnten in der Mitte. Das ist schon gut möglich. Aber auf jeden Fall viel Platz hatten sie nicht. Und nach draußen konnten sie auf jeden Fall auch nicht, denn es gibt ja überhaupt keine Wiese hier irgendwo auf einer Seite. Die waren ihr ganzes Leben auf jeden Fall in diesen Hallen hier gefangen. Und das sind wirklich keine schönen Hallen. Man braucht hier auf jeden Fall schon Licht. Es wird so langsam so ein bisschen düster. Hier sind halt auch die Bodenplatten raus. Ich weiß nicht aus welchem Grund. Hier steht noch die Gülle bis oben hin. Das ist halt eine absolute Gefahr, auch für Kinder am Ende. Wenn da jemand reinfällt, hast du echt ein großes Problem. Allein schon von den Gasen, die davon ausgehen. Und es stinkt halt in diesen Hallen echt bestialisch. Jetzt kommt man hier auf so einen Mittelgang. Hier, glaube ich, auch eine Sache, die relativ
Ja, gut zur Erkenntnis. Guck mal, hier sind solche Gitter, so eine Reben auf dem Boden. Und hier konnte man halt drauf kacken als Kuh quasi. Und die Kacke ist halt direkt unten weiter geflossen, ne? Also das ist so das Typische, was man, glaube ich, aus ganz vielen Betrieben kennt. Dass die immer auf diesen Teilen hier eigentlich auf Beton rumlaufen. Ihr ganzes Leben auf Beton stehen und ihre Geschäfte halt einfach da machen, wo sie gerade sind. Tobi hat gerade was gefunden, das könnte wirklich hinhauen. Er hat gesagt, das ist der Kacke-Quirl. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, das ist quasi ein, das ist aber wirklich, glaube ich, so. Hier ist ganz viel Kot dran. Das ist quasi wie so ein riesiger Mixer, der Gülle bzw. ja, den Kot ansaugen konnte über dieses Rad. Dann ging das hier in das Rohr und wurde irgendwo angeschlossen, damit man die Jauche musste ja auch irgendwo hin, in die Jauchegruben. Und hier diese, Alter, ich habe gerade gedacht, da läuft was. Oh, die Plane ist gerade geflogen, als ob der ein Tier auf dem Boden lang robbt. Alter, was ist das hier für eine gruselige Atmosphäre? Mal ganz ohne Scheiß, Tobi. Wo sind wir hier gelandet? Es wird langsam dunkel, diese Hallen ultra laut. Ich höre nicht, wenn ein Typ mit seinem Hund wiederkommt. Gar nichts. Wir könnten hier. Es ist halt auch, wir sind mitten im Nichts, ne? Wir sind hier ganz alleine, mitten im Nichts. Keiner weiß, wo wir sind. Das Problem ist ja, wir waren ja eigentlich pünktlich hier. Es war noch schön sonnig, als wir den Mann entdeckt haben und mit dem Handy gefilmt haben. Da war noch wunderschönes Wetter. Und jetzt, Schlag auf Schlag, geht's halt. Es ist auch noch Winter, halt super schnell und es wird einfach dunkel. Aber ich versuche trotzdem, das Beste aus dem Video zu machen, Leute. Ich glaube, spannend ist es auf jeden Fall. Jede Reihe hier hatte, glaube ich, so eigene Schilder. Guck mal da. Ohrenmarkennummer, geboren. Oder ist das sogar für die einzelne Kuh? Ich glaube, es ist für die einzelne Kuh. Geschlecht, Vater, Mutter, Kilogramm Milch, Kilogramm Diät. Das sind wirklich die Schilder für die jeweilige einzelne Kuh. Da hatte jede Kuh halt so ein Schild. Was ja dann auch wieder dafür spricht, dass die Kühe sich hier nicht frei bewegen konnten, sondern einen klar zugewiesenen Platz hatten. Wäre vielleicht, und das haben wir ja auch schon beim Schweinehochhaus so gemacht, wäre vielleicht aus einem, ja, Betrieb kommt, aus einem Milchviehbetrieb. Kann mal jemand sagen, ob das hier tatsächlich artgerecht ist? Also artgerecht würde ich sagen, ist es auf keinen Fall. Ich meine eher nach dem EU-Recht sozusagen. Da gibt es ja Tierschutzgesetze, die klar auflisten, wie man Tiere halten muss und darf. Ob das hier ja so sein darf. Weil ich finde das halt schon wieder relativ krass, dass so viele Kühe in so einer riesigen Halle quasi gehalten werden. Ich weiß, ich mache mir mit solchen Aussagen wieder viele Feinde. Ich finde, Tierwohl ist sowas hier auf jeden Fall nicht. Eine Kuh will rumspringen auf einer Wiese und nicht hier in so einer Halle irgendwie elendig sein Leben verbringen und jeden Tag zigfach abgemolken werden. Hier das nächste Ding. Hier kann man das nochmal sehr, sehr gut sehen. Dieses, ja, traurige Bild eigentlich, weil genau so standen die Kühe hier. Eng an eng, gefercht nebeneinander. Hier ist halt auch noch der ganze Kot von den Kühen. So lange kann das alles noch nicht her sein. Also vielleicht so 5 bis 10 Jahre maximal. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Video gesehen habt, wie eine Kuh aussieht, wenn sie wirklich glücklich über eine Wiese springt, Haken schlägt, richtig ausflippt vor Freude, weil sie jemanden wieder sieht, den sie mochte, weil sie Spaß hat, ein bisschen rumtobt. Es gibt sogar Kühe, die irgendwie mal Fußball gespielt haben mit Menschen. Es gibt einen ganz, ganz tollen Kanal auf Instagram. Ich bin mir gerade Mustache irgendwas. Ich blende hier mal den Account ein, wenn ich das wieder finde. Der hat so einen, ja, so eine Art Gnadenhof, würde ich sagen, für die verschiedensten Tiere, auch eben aus Nutztierhaltung. Der hat Puten und Kühe und Ziegen und sämtliche Tiere dort eben. Und wenn man da sieht, wie toll diese Kühe einfach, das sind so empfindliche, friedliche Tiere. Und die hier, und darauf will ich hinaus, so einzusperren, ist einfach nur krass. Die Leute wollen günstig Milch haben, die Leute wollen günstig Fleisch haben, die Leute wollen alles günstig konsumieren und gerade in Zeiten der Krise ist eh alles schon teurer geworden, obwohl die Qualität nicht besser geworden ist und deswegen sind eben die Zustände in solchen Ställen, wie sie sind. Es mag sein, dass das Ganze hier legal ist, es mag sein, dass das Ganze laut EU-Gesetz Tierwohl bedeutet. Es mag sein, dass es den Kühen hier augenscheinlich nicht schlecht ging und in all den anderen Betrieben. Aber wenn man dann genau hinschaut und mit Tierschutzorganisationen spricht, die Aufnahmen gemacht haben, auch von Biobetrieben, dann fällt immer wieder auf, es gibt viele kranke Tiere, Tiere, die sich aufgeschubbert haben, denen es nicht gut geht, die unter stärkstem psychischen Stress stehen. Das ist auch so ein Grund, warum ich euch solche Locations in diesem Jahr auch zeigen möchte, weil ich einfach aufzeigen möchte, wie die Realität ist in diesem Bereich.
Hier hinten ändern sich die Ställe irgendwie so ein bisschen. Hier gibt es jetzt mehr einzelne, ja, wie so einzelne Räumchen. Steht hier? Unbefugten und Betriebsfremden ist das Betreten der Werkstatt und der Lagerräume untersagt. Hier gibt es anscheinend noch eine alte Werkstatt, ja, tatsächlich. Die ist noch soweit komplett eingerichtet. Ein altes Telefon, ein uralter Holzschrank, ein Arbeitshelm und Dosen. Dahinter noch ein großer Raum mit verschiedensten Regalen, mit Ersatzteilen und so weiter. Elektroteile, irgendwelche alten Pappkartons und Kisten und hier ein Riesenlager für Schrauben. Ja, da sind überall Schrauben drin, teilweise schon richtig verrostet. Ja, Schrauben, Dichtungen und Ersatzteile. Naja, auch eine Werkstatt brauchte man, um so eine Riesenhalle hier in Schuss zu halten, das ist auf jeden Fall klar. Ein Riesenteil, ist halt pure Industrie gewesen, ne? Das war hier nichts mit entspanntem Biohof irgendwo in den Bergen. Nee, nee, hier ging's richtig ab. Hier war nur Profit angesetzt. Hier ging's um Geld verdienen und noch mehr Geld verdienen. Und hier wurden die Tiere quasi für Geld ausgebeutet. Hier neben ist noch eine Tür. Dahinter scheint eine Toilette zu sein. Boah, übelst dreckig. Ja, hier haben die Arbeiter ihr Geschäft verrichtet. Hier war auch mal ein Waschbecken, das ist schon rausgebrochen. Spinnweben waren bestimmt damals schon an den Wänden. Hier steht ein Fass. Hier ist halt auch ein riesiges Eingangstor gewesen, wo man mit Fahrzeugen reinfahren konnte. Aber was nochmal interessant ist, guck mal, die hatten hier eine richtige kleine Schaltzentrale. Okay, das ist krass. Das ist wirklich krass. Das ist ja wie in so einem alten Kraftwerk oder so. Verschiedenste Knöpfe und Hebel, um dieses ganze, ja, System für die Abgase, für die Abwasser und eben Gülleanlagen zu steuern. Hier sind auch so uralte Aufkleber drauf aus ganz Deutschland, Miele, aus Bayern, überall hat irgendjemand Aufkleber mitgebracht und da drauf geklebt. Und dann hat sie dahinter halt irgendwie Glas, früher natürlich nicht so verschmiert wie heute. Ah, da sieht's da gar nichts mehr. Hier auf der Rückseite alles voller Knöpfe. Wenn man hier mal im Detail guckt, steht hier zum Beispiel auch Restfutterkette, Außenstufe. Und das hier irgendwie alles miteinander verknüpft gewesen. Fütterung ein, konntest du hier drauf drücken und dann ging die ganze Anlage automatisch. Also das war gar nicht nur für Gülle und so weiter, sondern tatsächlich auch für die Fütterung. Guck mal, was ich hier noch gefunden habe. Eine alte Brille, eine Lesebrille oder so. Und Klassiker VEB, das ist tatsächlich aus DDR-Zeiten. Dieses typische Logo, man kennt es in so einem Lederheft. Qualifizierungspass. Was ist das denn? Die entwickelte sozialistische Gesellschaft wird durch eine Landwirtschaft gekennzeichnet sein, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und industriellen Methoden organisiert ist und sich durch hohe Bodenfruchtbarkeit und stabile Erträge auszeichnet. Unten steht auch nochmal Deutsch-Demokratische Republik. Ah, hier ist nochmal was. Facharbeiter Rinderzüchter 1970, erworbene Berufsbezeichnungen, Facharbeiter, hier waren alle Facharbeiter eingetragen in diesem Buch. So langsam merkt man halt auch, wie alt diese Anlage schon ist. Also schon zu DDR-Zeiten war das Ganze hier hochmodern und wahrscheinlich gerade da hochmodern. Und die Entwicklung des Sozialstaates damals, ja, da war ja auch alles quasi staatlich und man hat versucht, industriell gesehen, so viel Profit rauszuschlagen, wie es eben für die DDR-Zeiten ging. Das war alles hochmodern für die damalige Zeit. Krasse Zeitreise irgendwie. So schlimm das mit den Kühen auch irgendwie war, aber interessant ist es allemal. Ein Stückchen weiter gibt es jetzt hier nochmal einige Zimmer. Hier zum Beispiel ist so ein alter Schreibtisch drin. Was ist das hier? Irgendwelche Stäbe, als ob man davon so, wie so Pröbchen. Keine Ahnung, was das genau ist. Was aber auch noch interessant ist, der Kalender hier. 2015. 30. September war der letzte Tag, der jetzt da noch steht, oder 23. September. Auf jeden Fall ein Kalender von 2015. Das ist noch gar nicht lange her. Alter, unter was für altmodischen Bedingungen haben die dann hier bitte gearbeitet? Und ein Raum weiter? Ach, krass! Das ist die ganze Melktechnik, die hier steht. Das sind die ganzen Teile. Hier, das ist so ein... Hier kamen die 4 Euter einer Kuh rein und damit wurde dann abgemolken. Das ist alles aus den wahrscheinlich vollautomatischen Melkanlagen hier. Hier konnte man sehen, wie die Milch durchkommt, da ist dann irgendwo die Pumpe angeschlossen. Das ist alles, ich vermute mal, unbenutzt noch von damals sozusagen so ein Vorratsraum, weil die mussten ja auch ab und zu ausgetauscht werden. Kann aber auch sein, dass die abgebaut wurden und dann hier reingetan wurden und nie wieder abgeholt. Schon krass, ey. Davon liegen hier bestimmt 20, 30 Stück rum.
Ich erinnere mich aber auf jeden Fall noch, als ich auf diesem Gelände hier angekommen bin. Und da habe ich nicht gedacht, dass noch so viel Einrichtung hier ist. Ich meine, das Ding ist eigentlich, es wurde hier wie fluchtartig, kann man fast sagen, verlassen. Alter, die Geräusche. Wirklich einfach wie stehen und liegen gelassen. Kühe raus und weg. Hier haben wir jetzt nochmal einen ganz anderen Teilanlage gefunden. Hier sind überall so Planen an der Decke. Ich glaube, das war... Kann es sein, dass das die Melkstation war hier? Ja, hier wurden die Köpfe wirklich, glaube ich, eingeklemmt. Und dann konnten die Kühe hier abgemolken werden. Auch alles wieder hochautomatisch. Hier ist so ein Druckluftding. Da konnte man quasi diese Kopf-Einklemmteile, sage ich mal, auf- und zu machen. Automatisch. Dahinter ist es ein bisschen tiefer. Und da ist eine Treppe. Und da konnten die Leute runter und von hier hinten an den Euter ran und dann abmelken. Hier sind wir jetzt nochmal hinter dieser Anlage. Hier steht nämlich auch schon was von Pro Milk. Da konnte man irgendwas an- und ausmachen. Da ist tatsächlich auch auf dem Schalter eine Kuh abgebildet. Das ist halt alles ein riesen gefliester Raum. Und hier, Tobi, was hast du hier gefunden? Antibiotikum. Hier sind tatsächlich solche Spritzen. Alter, das gibt's nicht. Wie kann man denn sowas hier zurücklassen? Hier nochmal ein Schrank. Injektionslösung für Rinder, Pferde und Kaninchen. Aber was? Buriselin. Hm. Vielleicht weiß das jemand da draußen, was das sein könnte. Regale voll mit Medikamenten. Hier liegt alles voller Antibiotikaspritzen. Gruppe 20 zu 7. Hä? Ist das eine andere Sprache? Guck mal hier. Dinsdag. Das ist doch kein Deutsch. Und hier neben auch nochmal sehr, sehr krass. Das war doch um den Hals von der Kuh, was hier drin ist. So was hatten die Kühe safe alle um den Hals. Liegt hier in so einem Wäschekorb drin. Allein dieses Regal ist halt schon heftig. Ist ja alles voll mit den Medikamenten hier. Für die Tiere, sämtliche Spritzen, die Nadeln teilweise noch vorne dran. Und nochmal ein Raum weiter. Steht hier ein ganzer Raum voller Chemikalien. Euter- und Zitzenpflegemittel. Gut, das ist noch harmlos. Aber hier auch wirklich stark ätzende Laugen, Säuren, wie auch immer. Und davon mehrere. Eigentlich ist hier alles voll. Ein beißender Geruch liegt hier in der Luft. Es stinkt. Boah, ich muss hier wieder raus. Komm, raus hier. Das ist safe giftig. Boah. Tür geknallt. Boah, knallt's wieder. Junge, Junge, Junge. Ich bin in der Sackgasse, ne? Hä, wo kommt man hier weiter? Die Tür hat wahrscheinlich geknallt vom Wind. Tatsächlich, hier kommen wir in irgendein Nebengebäude, wie es aussieht. Gut, wir scheinen uns jetzt in einem Übergangsbereich zu befinden zu einem, ich schätze mal, Büroteil. Ja, tatsächlich. Das ist hier Verwaltung. Von der ganzen Anlage. Ein relativ großes Haus mit einem langen Gang und verschiedensten Türen. Oh, krass. Okay, okay. Alter, Leute, guckt euch das an. Alles voller Medikamente und Ausrüstung, ja, für einen Veterinärmediziner oder sowas. Ich finde, so ein bisschen sieht das aus wie der Raum von einem Veterinär, Mitarbeiter. Guckt mal, hier liegen zig, ich würde sagen, ja, schon benutzte Schuhe rum, die man wahrscheinlich in dem Betrieb tragen musste oder zumindest hier in dem Gebäude. Und dann gibt's hier wie so Schränke aus, ja, aus einem Chemielabor oder so, wo, das ist mal wieder heftig, so alte Gläser stehen, zugänglich für jeden. Da steht Gift drauf. Natriumazid. 4% giftig, Ausrufezeichen. Hier könnte jedes Kind theoretisch reinlaufen. Es gibt keine Zäune, keine Privatschilder und nichts. Du könntest da drauf gehen, wenn du das trinkst aus Spaß für eine Mutprobe oder so. Das fällt mir direkt ein, das ist hochgefährlich. Ein Raum voller Gift, Medikamente und Ohrenmarken. Das sind alles hier Ohrenmarken für Kühe. Ich weiß nicht, wahrscheinlich unbenutzte. Die hatten alle eine einzelne Nummer. Jetzt geht ein ganzer Karton mit voll. Das war es aber auch noch nicht. Hier stehen Sachen steril, die sind so mit Alufolie umwickelt. Da sind auch irgendwelche Proben. Hier solche Kästchen. Hier Probe Nummer 5. Und das, wenn mich nicht alles täuscht,
sind noch befüllte Blutbehälter, ja, kleine Pröbchen mit Blut drin. Da ist sogar schon irgendeine rote Substanz, die jetzt eher bräunlich wirkt, ausgelaufen. Das ist dermaßen fahrlässig und krass, dass das hier alles zurückgelassen wurde. Die Räume hier, die an diesen Flurgrenzen, das sind alles, ja, ich würde sagen, Aufenthalts- und Schlafräume von den Mitarbeitern. Teilweise, ja, ich weiß nicht, vielleicht sogar Osteuropäer. Zumindest ist das in der Fleischindustrie oft der Fall. Wenn man den Flur hier runter leuchtet, ist halt ein Riesenhaus, wo man jetzt gar nicht jedes Zimmer im Detail noch anschauen kann. Wenn wir schon übelst lange hier unterwegs sind und es halt wirklich komplett dunkel ist draußen. In einem dieser Räume, wo übrigens alles voll mit solchen, ja, Trecker-Postern ist, haben wir noch was entdeckt. Den Zettel muss ich verpixeln, aber hier steht Folgendes. Das ist der B-Hof, nenne ich es einfach mal. Das ist genau dieser hier gewesen. Da ist eine Kuh abgebildet. Hallo Leute, hiermit sagen wir sie an, dass sie für Wochenende, dem 18. 19. November 2017 ausgezogen müssen sein und verschwunden vom Gelände von B-Hof. Außerdem müssen sie die Zimmer und Internet, in Klammern Teller, wieder im Originale steht hinterlassen, da Internet nicht mehr funktioniert im Büro. Möchten Sie dies nicht alles tun, komme ich nächste Woche mit Polizei. Grüße Eigentümer Gerd P. Der hat sogar mit Polizei gedroht, den Mitarbeitern. Hier war am Ende richtig die Kacke am Dampfen, das kann ich euch aber sagen. Und das war 2017, also noch gar nicht lange her. Sehr schlechtes Deutsch spricht erstmal dafür, dass der Eigentümer hier kein, ja, Deutscher war. Auf jeden Fall, wenn man seinen Mitarbeiter mit der Polizei droht und die vom Gelände quasi jagt mit einer Frist, dann gab es hier wirklich ein dickes Problem am Ende und einen ernsthaften Grund, warum hier schnellstmöglich alles verlassen werden musste. Wenn sogar das Internet schon abgestellt war. Heilige Scheiße, was war hier los? Gut, wir sind jetzt wieder draußen. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Das Ganze ist für mich extrem prägend und krass irgendwie zu sehen gewesen. Ich weiß nicht ganz, was hier mit dem Gerd P. los war am Ende, dem Chef. Wir haben gerade auch nochmal sämtliche Ohrenmarken, Kanister und Unterlagen, Notarunterlagen gefunden. Klar ist auf jeden Fall, der Mond steht hoch. Es ist ziemlich dunkel, obwohl die Nacht wahrscheinlich nicht ganz so dunkel wird wegen des Mondes. Ich muss das erstmal verarbeiten. Das war wirklich eine sehr krasse Erkundung. Ich glaube, da könnt ihr mir alle zustimmen. Extrem unheimlich, extrem düsteres Video. Ich habe nicht so viel Hintergrundwissen, aber ich werde in diesem Jahr auf jeden Fall, da sind Sachen geplant. Das hätten wir eigentlich heute gemacht. Leider konnte der Friedrich nicht. Von der Soko Tierschutz, mit dem bin ich nämlich demnächst nochmal unterwegs in Polen und anderen Ländern. Und da wollen wir dann genau solche Orte hier nochmal als Geschichte nacherzählen. Denn der hat wahnsinnig viel Wissen. Wenn ihr darauf Bock habt, dann schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen nach oben, unterstützt gerne meinen Kanal mit einem Abo und wir sehen uns schon bald wieder. Bis dahin, Leute. Ciao!